So, da sind wir wieder bei Let's Play Warcraft 3. Und ich musste mir jetzt erstmal wieder den letzten Part ansehen, damit ich überhaupt noch weiß, wo ich bin. Ich habe nämlich eine Ewigkeit nichts aufgenommen. Und ja, ich bin jetzt wieder einigermaßen auf dem neuesten Stand von dem, was wir zuletzt gemacht haben und musste feststellen, dass ich in der letzten Aufnahme ja übelst gefailt habe und hier geht's nicht weiter. Ich hoffe, das konnte man sich überhaupt ansehen. Also, ich konnte es mir fast nicht ansehen. Ja, ich glaube, ich war bei der letzten Aufnahme auch nicht ganz bei der Sache, hatte ich das Gefühl. So, wir müssen jetzt jedenfalls zu Cairn und den Bloodhoof-Tauren. Mal schauen wir mal. Welches Level sind die eigentlich? Ja, 10 und 9. Müsste aber dann kurz vom Level-Up sein. Ja, geht. Ein Auferstehungsstein, den nehmen wir doch mal hier. Wenn wir unterwegs was finden, dann nehmen wir es natürlich mit. Aber schauen wir mal. Ich werde die Karte... Oh, das sieht interessant aus. Wollen wir da mal reingehen? Oh, das sind ein Haufen Dämonen. Ich glaube, ich muss mich jetzt wieder mal an die Items hier gewöhnen. Die kenne ich ja schon gar nicht mehr. Naja, gut. Ja, genau. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier wieder ein bisschen einlesen muss. Ah ja, der hatte diese Krone. Okay, alles klar. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Ziehen wir noch ein bisschen Bonus-Content aus. Fremdland-Arena. Ah ja. Abgesprengte Stücke von Draenor fliegen noch immer durch den Raum und bieten unvorstellbar mächtigen Kreaturen jeder Form und Größe eine Heimat. Die meisten fürchten die dunklen Portale und meiden sie, doch einige verwegene Abenteurer wünschen sich nichts sehnlicher, als ihre unbekannten Tiefen zu erkunden. Na, sieh mal an, wir sind in Outland. Und hier ist ein Mana-Brunnen. Okay. Hier ist eine Arena und... Okay, da können wir immer diese Typen heraus und... Ach ja, ich glaube, das kenne ich. Da war ich, glaube ich, schon einmal. Das ist aber schon eine Ewigkeit her. Ist hier noch was? Nee. Probieren wir es einfach mal. Also ich werde das hier jetzt nicht eiskalt durchziehen. Ich werde hier schauen, wie weit ich komme. Fordern wir die einfach mal heraus. Okay, die resetten hier bei jedem mal alles. Bin ein bisschen raus aus dem Spiel gerade. Hat keinen Mana mehr. Okay. Aber das sollte nicht allzu schwer sein, das hier noch zu gewinnen. Auch wenn diese Viecher eigentlich schon ganz schön viel aushalten hier. Haben wir nicht noch was? Okay. Also keine Use-Items mehr, außer dem tollen Kronendingens da. Ein Foliant der Kraft. Ja, Grexa ist ein Kraftheld. Der ist für dich.
Schauen wir mal, was die hier so machen. Diese Einschläfer da. Okay, der scheint relativ einfach zu sein hier eigentlich. Ein Intelligenzfoliant. Ich hatte gerade weniger Mana. Rexa eigentlich. Aber ich brauche mit Rokan das Mana eigentlich dringender. Schauen wir die doch mal an. Okay, erstmal die Viecher beschwören und... Ach du Scheiße, was macht denn die da? Ein weiteres Level Up für Rokan. Mit einem Kampf kommt das natürlich gut. Es war schon heftig hier jetzt. Das ist ein Agifoliant. Der ist auf jeden Fall für Rokan. Ja, wir könnten das Ganze hier jetzt noch ziemlich oft machen, aber ganz ehrlich, das würde jetzt hier für ein Let's Play ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ich habe jetzt einfach alle einmal gemacht. Ich denke, das ist ein kleiner Kompromiss. Wir könnten unsere Helden hier, sofern sie das aushalten, immer schön hochpushen, weil wir da ziemlich viele Folianten rauskriegen würden. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, für ein Let's Play ein bisschen zu langwierig. So. Rokan ist jetzt mit über 1000 Mana hier unterwegs. Das ist auch schön. Ist hier noch was? Boomkins. Na dann, das sind ja leichte Beute hier. Unsere Helden sind aber auch mittlerweile ziemlich stark. Ja, ich glaube, hier komme ich ein bisschen vom Pfad ab und ich glaube, hier komme ich sowieso noch nicht weiter. Ich sollte wieder auf den richtigen Pfad gehen und dort hinten versuchen anzukommen. Bevor wir hier noch weiter abschweifen. Wahrscheinlich sowieso kurz vor Ziel, als wir uns ablenken haben lassen. Hier ist ein weiterer Trollstützpunkt. Der Zeppelin nach Malgor. Malgor. Die Tauren haben auf den Hochebenen von Malgor eine neue Heimat für Erfolg und die mitgebrachten Lasttiere gegründet. Sie haben großen Respekt vor den Orks und die ihnen dabei geholfen haben, diese neue Heimat zu gründen. Ja. Meine Beute naht. Auf der Pferd. Dann schauen wir mal. Hier müssen wir hin. Dieses wunderschöne Land muss Malgor sein.
Ich habe noch nie einen Tauren getroffen, aber ihre Kraft und ihr Mut sind legendär. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Da ist Kern. Wer seid ihr, Reisende? Warum kommt ihr hierher? Ich komme im Namen von Sral, Kriegshäuptling der Horde. Sein Land ist in Gefahr, daher ruft er seine alten Verbündeten zur Unterstützung. Ich suche einen, der sich Kern nennt. Kennt ihr ihn? Ich bin Kern, euer Freund. Aber ich kann niemandem helfen. Kehrt zu eurem Kriegshäuptling zurück und sagt ihm, dass ich tot bin. So wie mein Herz tot ist. Die barbarischen Zentauren haben jüngst unser Dorf angegriffen. Bane, der einzige Sohn unseres Häuptlings, wurde gefangen genommen. Die Zentauren sind Kannibalen und lassen Gefangene nicht lange leben. Wir haben überall nach Spuren gesucht, dass Bane noch lebt, konnten ihn aber nicht aufspüren. Der arme Kern ist schon seit langer Zeit lethargisch. Ich fürchte, ohne seine weise Führung werden die Zentauren unseren Stamm dezimieren. Wenn ihr einen Hinweis auf das Schicksal seines Sohnes finden könntet, würde das den Häuptling möglicherweise von seiner Seelenqual erlösen. Sucht Bovan Windtoten draußen auf den Ebenen. Er und seine Brüder werden eure Suche unterstützen. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Und da haben wir noch eine Quest, wie ich das sehe. Und durch Kerns Trauer haben viele unserer Feinde in unserem Land Fuß fassen können. Die heimtückischen Harpien der Stonehallenberge dezimieren unsere kostbaren Kodo-Herden. Fleisch und Haut der Kodos sind für uns überlebenswichtig. Aber die Harpien metzeln die Tiere nieder und lassen ihre Kadaver in der Sonne verfaulen. Es wäre eine große Hilfe, wenn ihr die Hexen jagen und ihren Übergriffen ein für allemal ein Ende bereiten könntet. Ja, schauen wir mal, das kriegen wir doch auch irgendwo hin, oder? So. Frage ist, wo müssen wir hin? Probieren wir es erstmal da hinten. Schon wieder diese Ebertypen. Weiter geht's. Verwesende Kodo-Kadaver. Was für eine schreckliche Sünde. Dieses Verbrechen an der Natur werden die Harpien büßen. Ja, das sind die Harpien schon. Ein weiteres Level up. Eine bessere Stachelbestie. Was liegt vor mir? Gut, dass man mit diesen Stachelbestien mehr als eine beschwören kann. Jagt sie raus. Ich handle instinktiv. Machen wir die optionale Quest sowieso zuerst. Das gefällt mir sowieso besser. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Dass die echt die ganzen Kudos verfaulen lassen. Nur links oder rechts. Erstmal links. Schauen, was da noch so ist.
Die Wege gehen ja sowieso wieder zusammen. Die Papien sind ja keine große Herausforderung zum Glück.